Hallo alle zusammen, wir fangen unser Sprachclub an und unsere Redemittel heute sind zum Thema: Darf ich mich vorstellen? Und da besprechen wir Begrüßung, Vorstellung, Buchstabieren und Zahlen. Und jetzt fangen wir damit an. Also, machen wir uns bekannt. Das ist unser Plan heute, was wir der Reihe nach machen werden. Also, zuerst werden wir also etwas zum Thema Begrüßung sprechen, dann uns vorstellen, dann wiederholen wir uns auch an das deutsche Alphabet und lesen wir auch die Zahlen und machen ein bisschen Grammatik. Gut, jetzt mache ich das ein bisschen kleiner und da haben wir also das Thema sich begrüßen. Welche Begrüßungssätze kennt ihr? Nennt wenigstens fünf Beispiele und reagiert darauf. Aber ich möchte, dass ihr das in Paaren macht. Das heißt, ich brauche jetzt zwei Leute. Das bedeutet nicht, also wie wir das in der Woche gemacht haben, sondern egal wer, wer möchte das, diese Aufgabe machen? Also sich einander begrüßen. Oder sich begrüßen und darauf reagieren. Zum Beispiel, guten Morgen, guten Morgen. Ja? Möchte das Ich Tatjana Koschowa und Tanja ja. Rabun Oh, machen? Ja, bitteschön. ja. Ja, okay. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Servus. Servus. Moin. Moin. Servus. Grüß Hallo. Grüß dich. sehr gut, Mädchen. Jetzt brauche ich noch zwei Männer. Also Oleg und Volodymyr. Könnt ihr das zusammen machen? Ja. Volodymyr, Chris und ja, Oleg. Wer fängt an? Also ich. Guten Okay. Morgen. Guten Morgen. Ole, reagiere bitte. Ich? Volodya. Ja, genau. Ah, okay. Wo zwei oder? Ach so, nee, ich habe Oleg Zaleski gesagt. Ah, Ole, danke. der andere kommt dann. Hallo. 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 Guten Servus. Morgen. Ah, Guten Servus. Morgen. Guten Servus. Morgen. Guten Morgen. Servus. Guten Abend. Guten Abend. Grüß dich. Grüß dich. Grüß Gott. Grüß Gott. Christi. Grüß dich. Sehr gut gemacht. Wow, super. Jetzt fahren wir weiter und ich bräuchte wiederum zwei Männer. Das werden der andere Oleg sein und Vyacheslav. Ja? Moment, also ich gehe ein bisschen zurück. Da haben wir andere Situationen. Wie können wir uns mit oder voneinander verabschieden? Was sagen wir, wenn wir also weggehen? Oleg, kannst du also anfangen? Ich Ja, mal. Oleg, ja, Oleg Biskor. Also du kannst anfangen. Zum Beispiel sagen Tschüss oder etwas anderes. Aha, okay. Hallo? Nein, 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 nein. nein. Sie Nein. ist nicht Verabschieden. Sich verstehen. verabschieden. Tschüss. Abschieden. Ah, okay. Genau. Tschüss. Tschüss. Wow, sorry. Vyacheslav kann Ciao. sagen und Oleg kann antworten. Entschuldigung. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Bis später. Bis später. Zumeist noch skorej zustriche. Bis später, Ja, ja. bis Bis später oder nächste. bis bald und bis Bis gleich. gleich. Genau. Sehr gut. Dann bräuchte ich noch zwei Frauen. Und zwar, das sind Antonina Laktionova und wer ist bei uns unter Tower? Wer ist das? Lovska, Ina Sokolowska. Ach so, Ina Sok. Okay, dann Ina Sokolowska und Antonina. Okay, zusammen. Bis später. Bis später. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Bis morgen. Wunderschön. Auf Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Sehr gut gemacht. Ja, noch eine Ciao. Variante. Bitte, 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 bitte erinnern. Ciao. Das war schon mehr als fünf, aber das ist sehr gut gemacht, ja. Gut, wir haben jetzt so einen kleinen Dialog und dafür bräuchte ich wiederum zwei Leute. Das wären Maria und wir haben Irena Musetin. Ja? Irena, ach ja, Maria und Irena. Nach dem Namen fragen und sich mit dem Namen vorstellen. Wir haben da verschiedene Fragen. Ja, jemand fragt, der andere antwortet. Und dann tauschen wir die Rollen. Ja? Tauschen wir die Rollen aus. Zuerst fängt zum Beispiel Maria an und Irena antwortet und dann fängt Irena an, ja, und Maria antwortet. Okay? Wer fängt jetzt an? Maria? Okay. Wie heißt du? Ich heiße Ira und du? Heiße Maria. Okay. Du kannst weiterfragen. Okay, wer bist du? Ich bin Maria und du? Mhm. Oh, ich bin Irina. Wie ist dein Vorname? Mein Vorname ist Irina. Wie ist deine? Aha, wir fangen an von Name. Okay, wie ist deine? Dein Vorname? Dein Vorname? Mhm. Mein Vorname ist Maria. Wie ist dein Nachname? Mein Nachname ist Musician. Und wie ist deine Familienname? Meine Familienname ist Jutschenko. Sehr gut. Also, ihr habt das sehr gut gemacht. Wir bräuchten noch Freiwilligen. Moment, ich muss da schauen, wen habe ich noch nicht gefragt? Natalia Schramtschenko. Und Pischko Natalia. Ja. Ja. Gut. Macht bitte das zusammen, also wie ihr das Okay. könnt. Wie heißt du? Ich heiße Natalia. Wer Bist du? ich bin, oh, Entschuldigung, wer bist du? Oder? Ja, die Wer hat bist du? gefragt, wer bist du? Wer bist du? Ich bin Natalia Schramtschenko. Super. Wie ist dein Name? Mein Name ist Natalia. Wie ist dein Vorname? Oh, noch konkreter. Vorname
Ja, wenn sie das in einem Satz sozusagen sagt, sag bitte deinen Namen und deinen Vornamen, dann dein Name ist Schramchenko und Vorname ist Natalia. Aber wenn sie in dieser Verbindung sagt, sag bitte deinen Vornamen und Nachnamen oder deinen Vornamen und Familiennamen, ja, dann musst du also als Vorname Natalia sagen und Familienname Schramchenko. Mhm. Mein Vorname ist Natalia, mein Name ist Schramchenko. Und jetzt du, Natalia, kannst du bitte die Fragen an deine Partnerin stellen? Wie heißt du? Ich heiße Natalia. Wer bist du? Ich bin Natalia. Wie ist dein Name und Vorname? Natalia? Meine Vorname ist Pschko. Nein, Vorname ist nicht Pschko. Oh, Natalia, Entschuldigung, Vorname. Dein Vorname ist Natalia. Natalia, ja. Entschuldigung. Und dein Name ist dann? Pschko, ja? Pschko. Ja, man muss das im Kontext verstehen, denn das ist verschieden. Jetzt haben wir so eine Frage, wie ist dein Familienstand? Ja, ja. Und die Aufgabe lautet auf folgende Weise. Ich möchte, dass jeder jetzt sagt, zum Beispiel, ich bin ledig oder ich bin also verheiratet. Natalia Schramchenko, du fängst an. Wie ist dein Familienstand? Wie ist dein Familienstand? Ich frage dich. Wie ist dein Familienstand? Ich bin verheiratet. Verheiratet, okay. Pschko, Natalia? Du? Ja, ich bin ledig. Ledig. Antonina? Du kannst ja, dich... ich bin geschieden. Und Inna? Ich bin ledig. Mhm. Und Volodymyr Kreis? Ich bin verheiratet. Verheiratet, okay. Und Marta Kostyuk? Ja, hallo, ich bin verheiratet. Und Oleg Zaleski? Ich bin verheiratet. 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 Verheiratet, ja. Tatjana Koshova. Aber das Mikrofon bitte anmachen, wir hören dich nicht. Oh, Entschuldigung, ich bin verheiratet. Verheiratet. Und du, Irina? Irina Music. Ich bin verheiratet. Und Tanja? Ich bin verheiratet auch. Okay, auch verheiratet, ja. Und Volodymyr Kreis war schon, oder? Oder noch nicht? Gesagt. Schon mal gesagt, ja, oder? Ja, ja, ich gesagt. Ja, habe ich niemanden vergessen. Ich bin auch verheiratet. Und ich habe ein Kind. Habt ihr auch Kinder? Wir haben das nicht gelernt, aber ihr versteht, was bedeutet Kinder, ja? Ja. Ein Kind oder zwei Kinder oder drei Kinder, vier Kinder, ja. Hat jemand Kinder? Ich? Ich habe zwei Kinder und, ja, eine, drei. Und eine Enkelin. Ja, okay. Irina hat zwei Kinder und eine Enkelin. Tatjana Koshova? Ich habe drei Kinder und zwei Stiefsöhne. Drei Söhne und zwei Stiefsöhne. Okay. Alles fünf Kinder. Ah ja, okay, fünf Kinder. Und Tanja? Rab? Ja. Ich habe drei Kinder. Drei Kinder. Und Oleg Zaleski? Drei Kinder. Auch drei Kinder. Sehr gut. Dann fahren wir weiter. Da haben wir ein paar Fragen. Und zwar, wir versuchen jetzt, sich mit Adresse und Wohnort vorstellen. Da haben wir zwei Fragen. Woher kommst du oder woher kommen sie? Und wo lebst du? Wo leben sie? Aber
Ihr sollt mit ganzen Sätzen antworten. Nicht so einfach. Woher kommst du? Ukraine. Nein, das passt nicht. Ja. Man muss mit dem ganzen Satz also antworten. Ja? Oder wo lebst du? München. Nein. Wir haben auch also das alles gelernt. Jetzt möchte ich das alles hören. Volodyma Kreis und Irena Musechen. Also, woher kommst du? Ich komme aus der Ukraine. Und woher kommst du? Ja, ich auch komme aus der Ukraine. Wo lebst du? Ich lebe, warte, seit 6 Jahren lebe ich in München, in Landshuter Allee 83. Und wo lebst du? Ich lebe jetzt in der Schweiz, in Stadt Littenheit. Meine Adresse ist Straße Richthof 1. In der Schweiz, ja? In der Ukraine, Schweiz. In der Schweiz. Aus der Ukraine, ja. Aus der Schweiz. Gut. Und Oleg Zaleski und Tanja Rabchun, oder Rabchun, richtig? Mhm. Hallo. Woher kommen Sie? Ich komme aus der Ukraine. Wohin kommen Sie? Kommen Sie? Ich komme aus der Ukraine. Okay. Wo leben Sie? Ich lebe in Kitzbühel, Österreich. Mhm, ja? Das ist in Österreich, nicht in Deutschland. Ja, ja, Österreich. Okay. Mhm. Wo leben Sie? Moment mal, lebe ich in Dietzholztal. Mhm. Okay. Danke. Sehr gut. Und wir haben mit euch auch die Zahlen gelernt. Wer kann diese Zahlen, so wie sie geschrieben sind, einfach der Reihe nach lesen? Vyacheslav Koshovoy. 10, 8, 1, 3, 5, 4, 3, 7, 9, 0, 2, 6. Sehr gut. Und umgekehrt. Beginnen wir mit 6. 6, 2, 3, 0, 9, 7, 3, 4, 5, 3, 1, 8, 10. Okay. Jetzt kommen wir zum. Ja, also. Nach der Adresse fragen. Moment, Moment, Moment. Da brauchen wir auch unsere Postleitzahl. Verstehen alle, was bedeutet Postleitzahl? Ja. Ja? Mhm. Ja. Jetzt muss man fragen, wo wohnst du oder wo wohnen sie? Wie ist deine Adresse oder wie ist ihre Adresse? Aber wie ist deine oder ihre Postleitzahl? Wohnst du in München oder wohnst du in, weiß ich nicht, in Berlin oder, ja? Und so weiter und so fort. Okay. Inna und Natalia Schramchenko. Könnt ihr zusammen das alles machen? Wo wohnen Sie? Ich wohne in München. Und Sie? Ich wohne in Löfingen. Mhm. Wo ist Ihre Adresse? Oder wo ist Ihre Adresse? Wie? Nicht wo, sondern wie? Wie ist Ihre Adresse? Mhm. Ich wohne in der Albert-Kammer-Straße 20. Und Ihre Adresse? Meine Adresse ist Malienstraße 33. Wie ist Ihre Postleitzahl? Postleitzahl? Ja, Postleitzahl, richtig. Mhm. Meine Postleitzahl ist 81248. Und wie ist Ihre Postleitzahl? Mein Postleitzahl ist 79843. Wohnen Sie in Berlin? Nein, ich wohne in München. Wohnen Sie in München?
Nein, ich wohne in Löfingen. Wo wohnen Sie? Ich wohne in München. Ja, gut. So viele Fragen, ja, auf einmal. Okay, jetzt Marta Kustuk und Oleg Peskor zusammen. Hallo. Wo wohnen Sie? Hallo. Ich wohne in Kitzbühel, Österreich. In Österreich, ja? Mhm. In Österreich, Entschuldigung. Oh. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Berlin. Wo ist deine Adresse? Meine Adresse ist Unterleihweg 30. Wie ist deine Adresse? Meine Adresse ist Joachimstraße. Hallo? Ja. Hallo. Mhm. Wie ist deine Postleitzahl? Mein Postleitzahl ist 3346. Gut. Wie ist deine Postleitzahl? Meine Postleitzahl ist 12555. Wohnst du in Berlin? Nein, ich wohne in Kitzbühel, Österreich. Wohnen Sie in Österreich? Wohnen Sie in Munich? Nein, ich wohne in Berlin. München, ja. Also Oleg spricht ein bisschen mit dem englischen Akzent, aber das ist alles gut. Also Österreich und München, ja. Münich sagen ja, also englisch sprechende Leute. Mhm. Entschuldigung, ich spreche Englisch. Ich sehe das. Das ist ein bisschen schwierig, da verstehe ich. Aber du hast dich getraut und ja, das ist sehr gut. Jetzt Tatjana Koschowa mit, wir haben da noch Peschko, richtig, Peschko Natalia? Ah, ja, okay. Bitte, zusammen. Okay, wo wohnen Sie? Ich wohne in Erfurt. Wie ist deine Adresse? Wo wohnen Sie? Hallo, hallo? Еще раз. Nochmal bitte. Meine Adresse Hauptstraße 61. 61 vielleicht, oder? Ja? 60, ja. Mhm. Ja, ja, 60. Ja. Und? Okay, Fragen bitte. Ja. Fragst du bitte. Frag wie bitte, ist deine Adresse? Meine Adresse ist München am Heddenfeldstraße 21. Wie ist deine Postleitzahl? Meine Postleitzahl 99998. Okay, ist bitte, ja. Mhm. Frage bitte. Wie ist deine Postleitzahl? Meine Postleitzahl ist 85815 jetzt. Ja, okay, gut. Und noch eine Frage? Wohnen Sie? Ich wohne in Erfurt. Okay, wohnen Sie in München? Wohnen Sie in München? Gut. Wohnen Sie in München? Nein, ich wohne in Erfurt. Genau. Okay. Und Natalia? Du bist dran, du sollst fragen.
Du kannst deine Frage an Tetjana stellen. Wohnen Sie in München? Ja, ich wohne in München. Wohnen Sie in München? Ja, ich wohne in München. Sehr gut. Und jetzt, also das sollte früher sein, aber es geht auch. Jetzt sprechen wir über unsere Telefonnummer. Was ist deine Telefonnummer oder was ist ihre Telefonnummer? Aber jetzt möchte ich euch alle fragen. Ich stelle die Frage an euch und ihr antwortet. Martha, wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 1-7-4-1-9-7-3-8-4-9. Ja, Natalia Peschko. Deine Telefonnummer, wer ist deine Telefonnummer? Natalia, bitte das Mikrofon an. Bei dir ist das Mikro aus. Wir hören dich. Jetzt. Meine Telefonnummer ist 0679287955. Sehr gut. Jetzt Tetjana Koschewa. Meine Telefonnummer ist +49151242623213. Sehr gut. Und Vyacheslav? Meine Telefonnummer ist 0160-0030-7415. Oleg Pysko? Meine Telefonnummer ist 0977-7779-2-7-8. Maria Jurchenko? Meine Telefonnummer ist 50502-8386. Irena Musetin? Mein Telefonnummer ist 0176569-6103. Sehr gut. Tanja? Das Mikrofon bitte anmachen. Mein Telefonnummer ist 0178-665-3565. Dankeschön. Und Oleg Zaleski? Mein Telefonnummer ist 0-6-7-3-4-2-7-3-7-3-7-9. Jetzt Inna, gut. Meine Telefonnummer ist 1-5-1-7-2-7-5-2-3-1-7. Sehr gut. Volodymyr, Chris? Mein Name ist Telefonnummer ist 0-7-6-5-0-0-9-8-3-4. Ja, aber einfach meine Telefonnummer ist, ja? Ohne Namen, ja? Meine Telefonnummer ist. Sehr gut. Jetzt Natalia Schramchenko. Meine Telefonnummer ist 0170-6056-420. Ja, und Antonina, bitte. Meine Telefonnummer ist 1-5-1-2-5-3-6-9-3-1-8. Wunderschön, ja. Jetzt sehe ich, dass ihr also die Zahlen lesen könnt. Das ist sehr gut. Also, wie können wir uns entschuldigen oder uns bedanken und darauf reagieren? Das ist interessant. Da habe ich ein paar Varianten, zum Beispiel, wenn wir Entschuldigung sagen oder tut mir leid oder wenn wir auch Danke sagen, was sollen wir darauf also antworten? Und ich bitte jetzt zwei Menschen zusammen zu kommunizieren. Antonina und Oleg Pysko, könnt ihr das zusammen machen? Ja, wir können. Ja, bitte. Antonina, du kannst anfangen, wenn du willst. Entschuldigung, Oleg. Kein Problem, Antonina. Kein Problem.
Kein Problem, ja. Kein Problem, ja. Tut mir leid. Leid. Aha. Ja, jetzt Oleg sagt, tut mir das leid. Das macht nicht. Nee, sehr gut, Oleg, du sagst jetzt, tut mir leid, und Antonina soll reagieren. Alles gut. Ja? Jetzt du, Antonina? Vielen Dank. Nee, du sagst danke. Bitte. Ah ja, okay. Gut, weiter. Oder? Danke, danke schön. Vielen lieben Dank. Nee, du sollst reagieren. Er hat dir Dankeschön gesagt. Was sagst du ihm? Dankeschön. Sehr gerne. Ah, das macht nichts. Das macht nichts. Ah. Nee, wenn er sagt Dankeschön. Ja, apropos. Gerne. Ah. Gerne, ja, du kannst auch gerne sagen oder bitteschön, ja, oder etwas anderes. Ja, und jetzt du, Antonina. Vielen? Ah, vielen Dank. Und du, Ole? Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne, okay. Vielen lieben Dank. Gern geschehen. Ich dachte, wir sollen nicht lesen. Du meinst also einfach, ja, wir haben da Anfang, aber die Reaktion sagst du selber. Verstehst du? Also du selbst, du musst das selbst also irgendwie antworten und darauf reagieren. Gut. Tanja, und wir haben da Maria Jutschenko. Macht bitte dasselbe zusammen. Entschuldigung. Kein Problem. Kein Problem. Tut mir leid. Das macht nichts. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Gerne. Vielen lieben Dank. Gern geschehen. Ja, sehr gut gemacht. Ihr könnt also die Rollen tauschen, wenn ihr wollt. Möchtet ihr? Entschuldigung. Kein Problem. Tut mir leid. Das macht nichts. Danke. Bitte. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Gerne. Gern, lieben Dank. Gern geschehen. Wunderschön. Jetzt nach dem Wohlbefinden fragen, das bedeutet also Antworten auf die Fragen, wie geht es dir oder wie geht es Ihnen oder einfach wie geht's. Aber ihr sollt nur einmal fragen. Ihr habt drei Varianten, aber fragt bitte nur einmal. Zum Beispiel Maria fragt bei Tanja, wenn ihr einander duzt, versteht ihr, was bedeutet duzen? Das ist mit du jemanden ansprechen. Oder wenn man sitzt, dann fragt man, wie geht es Ihnen? Ja? Also wenn man einander duzt, sagt man entweder, wie geht es dir oder wie geht's? Wenn man mit sie jemanden anspricht, dann muss man eine andere Form anwenden. Und zwar, wie geht es Ihnen? Maria und Antonina, wie macht ihr das zusammen? Wie geht es dir? Danke, gut. Maria? Aber nicht und du? Und? Wie geht es Ihnen? Nee, du kannst sagen und dir. Und dir. Wie geht es dir? Oder einfach und dir, ja? Es geht. Ja, jetzt ist ja. Kann ich sagen, wie und bei dir oder nur und dir? Ja, wir können so fragen, aber das, die Frage lautet so: Wie ist es bei dir?
Wie ist es bei dir? Nicht wie geht es dir, sondern wie ist es bei dir? Oder wie ist es bei Ihnen? Es ist noch eine Form aus der Gesprächssprache. Wie ist es bei dir? Oder wie ist es bei Ihnen? Mhm. Ja, kann man auch so fragen, aber nicht, wie geht es bei dir? Das ist falsch. Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Aber wie ist es bei dir? Oder bei Ihnen? Jetzt Vyacheslav mit Oleg Pesko. Wie geht es dir? Gut, danke. Wie geht es dir? Passt. Super. Gut, jetzt Tanja mit Irena Musetchen. Hallo, wie geht es dir? Hallo, danke, gut. Und wie geht es dir? Mir geht es prima, danke. Wie geht es Ihnen? So, so, lala. Und wie geht es Ihnen? Mir geht es schlecht. Okay, verschiedene Varianten. Einmal so, einmal so. Okay, gut. Danke. Jetzt Tatjana Koschowa und Natalia Schramchenko. Wie geht es dir? Danke, gut. Und wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Wie geht es? Schlecht. Okay. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und wie ist es bei Ihnen? Bei mir ist es gut. Bei mir ist es so lala. Ja, ist es so lala. Okay, okay. Gut. Jetzt sprechen Inna und Marta. Wie geht es dir? Danke, sehr gut. Und dir? Mir geht. Mir geht es so lala. Entschuldigung. Wie geht's? Danke, super. Und wie geht es dir? Mir geht es super, wunderschön. Wunderschön, super. Jetzt, wir haben da noch ein Mädchen, Natalia Pushko, und einen Jungen, Oleg Pesko. Wie geht es Ihnen? Eine Frau, ja. danke, gut. Wie geht's? Danke, super. Wie geht es dir? Danke, super. Wie geht es Ihnen? Danke, so soll er da. Gut, jetzt Volodymyr Kreis und Zalaisky Oleg zusammen. Wie geht es dir? Danke, super. Wie geht es dir? Ja, ich wunderbar. Okay. Wie geht es Ihnen? Super. Und du? Und dir? Und dir? So, so. Okay. Okay. Gut. Jetzt machen wir weiter. Und zwar buchstabieren. Das haben wir also noch vor dem Kurs kennengelernt. Das war ein Video mit dem deutschen Alphabet. Und wir haben einfach also da gelernt, wie man auf Deutsch buchstabieren kann. Und jetzt sollt ihr den Namen, den Nachnamen buchstabieren können. Und wir machen das mit Hilfe von diesen Fragen. Arbeiten wir wieder zu zweit? Dann bräuchte ich, Helena schreibt mir etwas, okay. weitermachen zwei Menschen. Und zwar
Natalia Schramtschenko und Antonina Laktionova, versucht bitte miteinander zu sprechen. Hallo, buchstabieren bitte deinen Namen und Nachnamen. Hallo, mein Name ist Antonina. Mein Familienname ist Laktionova. Mhm. Aber du kannst, Moment, warte kurz. Antonina, du konntest am Anfang so sagen, also mein Vorname ist Antonina, A-N-T-O-N-I-N-A. Und mein Familienname ist Laktionova und dann buchstabieren, okay? Okay. Und deine? Mein Name ist Natalia. Nataliia. Und mein Nachname ist Schramtschenko. Schramtschenko. Sehr gut. Wunderbar. Jetzt Oleg Zaleski mit Volodymyr Kreis. Versucht das zusammenzumachen. Ich weiß, dass es für Oleg ein bisschen schwieriger ist, aber deswegen möchte ich, dass er mehr übt, ja? Okay. Mein Vorname. O. Okay. O L E H. H. Ja. Ich, mein. Oleg, nicht ich, sondern mein. Vorname. Mein Name. Okay. Und mein Name, mein Familienname, Zahl A L E S K Y I. Okay. Ja, gut, jetzt. Ja. Umgekehrt. Oleg fragt Volodymyr, buchstabiere bitte. Buchstabiere bitte deine Namen und Nachnamen. Mhm. Also, mein Name ist Volodymyr, V-O-L-O-D-Y-M-Y-R. Und mein Nachname ist Chris, K-R-Y-S. Sehr gut gemacht. Danke. Mhm. Ja, bitte. Danke, er hat Danke gesagt. Bitte, bitte. Volodymyr, kannst du bitte noch deinen, naja, das fragt man nicht, also beiden Jungs, das fragt man nur beiden Mädchen. Tanja Rabchun, ja, kannst du bitte deinen geborenen Namen buchstabieren? Mein geborener Name ist Pelech, P-E-L-E-C-H. Ja, aber nicht L, sondern L, ja? L. Ja, gut. Und Tatjana Koschowa, wer ist dein geborener Name? Mein geborener Name ist Mirosch Nitschenko. Mhm. Ich habe eine Frage, bitte. Маю казати, як і читається по-українськи, Мірошниченко. Чи треба викривляти мені язик і перефразувати це на німецький там Мігошниченко? Я, мені сьогодні Інна, моя напарниця, зробила зауваження, що ти повинна це по-німецькому своє прізвище казати. Я, mit deutscher Aussprache. Die Deutschen würden das nicht Miroschnitschenko sagen, ja? Sondern Miroschnitschenko, ja? Мігошниченко тоді. Miroschnitschenko. Mhm, gut. Und Inna? Mein geborener Name ist Sokolowska. S-O-K-O-L-O-V-S-K-A. Mhm, sehr gut. Man kann auch meinen Geburtsname auch sagen. Das passt auch. Das sind Synonyme. Und Pushko Natalia? Ja, mein geborener Name ist Pushko. Ich buchstabiere P-Y-S-H-K-O. Mhm. Und Irena Musicin? Mein Geburtsname ist D
U, oi, Dubnicka. D, U, B, N, Y, T, S, K, A. Mhm, Y, ja, gut. Jetzt eine Person vorstellen. Ihr habt in der Woche zu zweit gearbeitet. Und ich möchte jetzt jemanden fragen, wer hat hier ein paar? Natalia Schramtschenko, mit wem hast du hier gearbeitet? Mit Antonina. Mit Antonina zusammen. Okay, sag mir bitte, wer ist das? Aber ich meine Antonina jetzt. Wer ist das? Das ist Antonina. Gut, woher kommt Antonina oder woher kommt sie? Antonina kommt aus der Ukraine. Gut, und wo wohnt sie jetzt? Jetzt wohnt sie in Ottobrunn. Sehr gut. Irena Musetchen, mit wem hast du gearbeitet? Diese Woche meine Partnerin war Maria Jurchenko. Okay, kannst du also mit Maria, so nicht mit Maria den Dialog führen, sondern mit mir, aber über Maria. Wer ist das? Das ist Maria. Und woher kommt sie? Maria kommt aus der Ukraine. Und wo wohnt sie? Seit sie wohnt in Polen. In Polen, in Polen. Genau. Und Volodymyr Chris, mit wem hast du gearbeitet? Vyacheslav. Vyacheslav, okay. Dann kannst du also ein bisschen Informationen über Vyacheslav. Okay, wer ist das? Ich bin Vyacheslav. Slava, ты молчишь, ты техником сидишь. Volodymyr antwortet, ja? Ja, Volodymyr, sag bitte, also du sprichst über Vyacheslav, ja? Ich frage dich zum Beispiel, stell dir vor, wir sind irgendwo auf der Straße und ich frage dich, ich bin mit dir schon bekannt und frage dich, wer ist das? Wer ist das? Nee, ich frage dich, du sollst antworten. Ich antworte, ja? Ja, du antwortest, aber ich zeige auf Vyacheslav. Und du sagst, ja, ich frage, sag mir bitte, wer ist das? Das ist Vyacheslav. Genau, und woher kommt er? Er kommt in die Ukraine. Aus der Ukraine, Entschuldigung. Und ja, richtig, und wo wohnt er? Er wohnt in München. München. Ja. Ja, in München. Düsseldorf. Ja, ich weiß nicht. Deutschland. Ja, okay. Passt schon. Oleg Pysko, hast du mit jemandem gearbeitet oder du warst alleine? Du hast mit deiner Frau gearbeitet, oder? Entschuldigung, Du hast mit deiner Frau gearbeitet, in Paar. Ich meine also, du hattest keinen Partner hier in dieser Woche. Nur deine Ehefrau, ja? Wir sprechen jetzt über unsere Sprechpartner oder Ansprechpartner. Du bist neu angekommen. Du bist während der Woche gekommen. Und jetzt musst du... Ja? Wer ist das? Genau. Das ist Tanja. Okay, das ist Tanja. Das ist deine Tatjana. Frau heißt Tanja? Ja, Tanja. Oh, super, du hast mich verstanden. Okay, und woher kommt Tanja? Tanja kommt aus der Ukraine. Kommt aus der Ukraine, richtig? Und wo wohnt sie? Und wo wohnt sie? Sie wohnt in Kitzbühel. Gut, danke schön. Österreich. Wo, in Österreich. Österreich, Entschuldigung. Österreich. Österreich. Gut. Jetzt, ich weiß nicht, Helena Maleschkina, mit wem hast du gearbeitet? Mit Vyacheslav Kuschewej? Vielleicht ja, aber ich frage Vyacheslav über Helena. Vyacheslav, sag mir bitte, wer ist das?
Ich bin Vyacheslav. Das ist Halina. Ich frage über Halina Malishkina. Das ist Halina, okay. Das ist Halina, okay. Woher kommt Halina Malishkina? Sie kommt aus der Ukraine. Genau, und wo wohnt sie? Sie wohnt in München. Wirklich? Nein, ich weiß nicht. Nein, in Ivano-Frankivsk. Она ще не виїхала, вона ще там. Ivano-Frankivsk. Sie wohnt in der Ukraine. Ich weiß das genau. Aha, okay. Aber das macht nichts. Ja, wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Jetzt haben wir so irgendwelche Fragen hier. Man muss sie schon wissen und verstehen. Also beim Vorstellungsgespräch, also weiter lernen wir noch mehr dazu. Aber wenn wir uns vorstellen, dann sagen wir, hallo, ich heiße Halina, ich komme aus der Ukraine, ich bin 40 Jahre alt und ledig oder verheiratet, ja. Momentan lebe ich in München. Ja, jetzt möchte ich, also damit ihr euch nach solchem Schema vorstellt, aber jeder spricht von sich selbst. Ich habe über mich erzählt und Vyacheslav Kushovey erzählt über Vyacheslav Kushovey. Okay? Vyacheslav? Ja, bitte. Hallo? Hallo, ich heiße Vyacheslav Kushovey. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin 53 Jahre alt und verheiratet. Zum Glück. Momentan lebe ich in Deutschland. Oh mein Gott, okay. Meine Adresse ist am Händelfenstraße 21. Meine Postleitzahl ist 81375. Sehr gut gemacht. Gut. Tatjana Koshova. Ja. Hallo, ich heiße Tatjana Koshova. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin zwei Tage назад 48 Jahre alt und verheiratet. Momentan lebe ich in München. Momentan lebe ich in München. Gut. Pyshko Natalia. Hallo, ich heiße Natalia Pyshko. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin 14 Jahre alt und ledig. Momentan lebe ich in Erfurt. Okay, wie alt bist du noch einmal? 14. Genau, jetzt ist es richtig. Jetzt Oleg Pyshko. Hallo, ich heiße Oleg Pyshko. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin 14 Jahre alt. 14? Und? Oder 40? Oh, Entschuldigung, 40. Genau, 40, ja. Ja. Maria war die Jüngste hier. Und verheiratet. Momentan lebe ich in Kitzbühel. Ja, aber verheiratet. Aber verheiratet. Verheiratet. Du musst das wiederholen. Verheiratet. Verheiratet. Entschuldigung. Macht nichts. Aber noch einmal, verheiratet? Verheiratet. 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 Also du musst auf I Akzent I. Und ja, diese Betonung machen. Also nicht verheiratet, I. Nicht verheiratet. 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 Genau, verheiratet. Aha. Jetzt ist es richtig. Jetzt können wir weiterfahren. Maria Jurtenko, erzähl bitte über dich. Hallo, ich heiße Maria Jurtenko. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin 20 Jahre alt und ledig. Momentan lebe ich in Polen. Ja, aber momentan, nicht momentan, sondern momentan lebe ich nicht in Polen, sondern
Polen. 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 Ja, Polen, das ist englische Variante. Wir müssen auf Deutsch sprechen und zwar in Polen, ja? Kannst du bitte den letzten Satz wiederholen? Momentan, noch einmal. Momentan lebe ich in Polen. In Polen. Polen. Noch einmal bitte. Momentan lebe ich in Polen. Ja, jetzt ist es das, was ich wollte. Mhm. Irina Musetchen. Hallo. Moment. Hallo, ich heiße Irina Musetchen. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin 49 Jahre alt und verheiratet. Momentan lebe ich in Deutschland, in München. Super, Irina. Tanja? Hallo, ich heiße Tatjana Revchuk. Ich heiße. Ja. Mhm. Ich heiße Tatjana Revchuk. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin 31 Jahre alt und verheiratet. Momentan lebe ich in Dillenburg. Sehr gut. Inna. Hallo, ich heiße Inna Sokolowska. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin 40 Jahre alt und ledig. Momentan lebe ich in Löffingen. Mhm. Gut, sehr gut. Volodymyr, Chris. Hallo, ich heiße Volodymyr Chris. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin 34 Jahre alt und verheiratet. Momentan lebe ich in Schweiz. In der Schweiz. Schweiz. In der Schweiz, ja, gut. Jetzt Oleg Zaleski. Hallo, ich heiße Oleg Zaleski. Ich bin Priester. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet. Momentan lebe ich in Kitzbühel. Mhm. Verheiratet und momentan. Verheiratet, okay. Und momentan. Momentan. Momentan ja. Lebe ich in Kitzbühel. Gut, gut, sehr danke. Gut. Danke. Danke auch dir. Jetzt Natalia Schramtschenko, bitte. Hallo, ich heiße Natalia Schramtschenko. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin 36 Jahre alt und verheiratet. Momentan lebe ich in München, in Deutschland. Mhm. Sehr gut. Jetzt Пашко, Natalia. Я вже говорила. Ah, Entschuldigung, Антоніна Лактіонова. Hallo, ich bin Antonina Laktionova. Ich komme aus der Ukraine und momentan wohne ich in München. Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin geschieden. Mhm. Und wir haben noch Halina Malischkina, ja? Und Oleg Pesko, ja genau, noch zwei Leute. Hallo, ich heiße Halina Malischkina. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin 16 Jahre alt und verheiratet. Momentan lebe ich in Ivano-Frankivsk. Also in der Ukraine. Aber du bist nicht 16 Jahre alt. Du bist vielleicht 60 Jahre alt, ja? 60, da, ja. Genau, 60, ja. Danke. Und Oleg Pesko? Ich spreche. Ich habe schon gesprochen. Ich habe schon gesagt. Sehr gut. Ich dann, habe... dann fahren wir weiter. Wir haben nicht nur gesprochen, sondern auch Formulare ausgefüllt. Manchmal, wenn wir irgendeine Behörde brauchen oder irgendwelche Leistungen dort brauchen, dann geben sie uns irgendwelche Formulare zum Ausfüllen. Und wir sollen alle diese Begriffe verstehen. Also, wenn wir Familienname sehen, dann was schreiben wir dort, Natalia Schramtschenko? Was würdest du rauf, also, da schreiben? In dieser Spalte. Familienname?
Familienname Schramchenko. Gut. Vorname? Natalia. Herkunft? Ukraine. Familienstand? Verheiratet. Genau, verheiratet. Adresse? München. Ja, Straße und Hausnummer? Albert Camus Straße 20. Postleitzahl? 81248. Und Telefon? Also Telefonnummer? 1706056420. Sehr gut. Und jetzt haben wir noch was. Moment, jetzt muss ich ein bisschen zurück. Stell dir vor, du bist im Jobcenter und hast das erste Interview. Und man weiß, dass du schon also Deutsch früher gelernt hast. Und du musst nicht einfach sehen, also da steht zum Beispiel Begrüßung. Du sollst also nach diesem Plan sprechen. Zum Beispiel, hallo, hallo. Sagen Sie bitte oder nennen Sie bitte Ihren Familiennamen und Vornamen. Und dann antwortet jemand, ja. Und dann statt Herkunft sagen wir, woher kommen Sie? Statt Familienstand fragen wir, wie ist Ihr Familienstand? Hier, wo wir Adresse, Straße, Hausnummer, Postleitzahl haben, fragen wir, wie ist Ihre Adresse? Und, oder wie ist Ihre Telefonnummer? Und zum Abschied sagen wir auf Wiedersehen oder auf Wiederschauen. Okay? Versuchen wir jetzt, dieses Interview zu zweit zu machen. Und das versuchen eigentlich Tanja mit Irina. Irina, kannst du, ja, du stell dir vor, du arbeitest im Jobcenter. Okay, hallo. Hallo. Wie ist Ihre Familienname und Vorname? Meine Familienname ist Rabchun und Vorname ist Tatjana. Wie ist Ihre Herkunft? Ja. Ich komme aus der Ukraine. Ihre Herkunft, okay. Ja, und Ihre Familienstand? Ich bin verheiratet. Nennen Sie bitte Ihre Adresse. Dietzholztal, Dillenburgstraße 4b. Meine Postleitzahl 35716. Und wie laut Ihre Telefonnummer? Lautet. Lautet. 01786635656. Okay, alles klar. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Okay, und jetzt Vyacheslav Koshovej und Volodymyr Kris zusammen. Ich fange an. Ja. Hallo, bitte Ihre Nachname. Hallo, ich bin Volodymyr. Nachname. Nachname. Mein Name ist Chris. Okay. Wie ist der Vorname? Mein Vorname ist Volodymyr. Bitte buchstabieren. V-O-L-O-D-Y-M-Y-R. Sehr gut. Wie ist Familienstand? Ich bin verheiratet. Super. Wie ist Ihre Adresse? Meine Adresse ist in Littenheit, Riedhof 1, Postleitzahl 9534. Bitte sag mir deine Telefonnummer. Sehr gern. 076-500-9834.
Entschuldigung, nochmal bitte. Ja. 0765009834. Okay, alles klar. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Okay, das war ein Telefonat. Okay, ein Telefongespräch. Ja, genau. Aber das kann auch passieren, ja, wenn wir einander also nicht sehen, sondern nur hören. Dann sagen wir auf Wiederhören. Das haben wir schon gelernt, ja. Aber danke schön. Ja. Das war super. Jetzt arbeiten wir ein bisschen an der Grammatik. Also ihr habt auch an der Grammatik gearbeitet und die Grammatik der Woche war starke Verben, schwache Verben, gemischte Verben, Hilfsverben und Aussagesatz. Und jetzt habe ich da ein paar Sätze vorbereitet. Ich möchte euch hören und den ersten Satz, also füllt die Lücken logisch aus. Das heißt zum Beispiel, ich mache am Morgen die Hausaufgaben, was du am Morgen. Wer weiß oder wer vermutet, was soll da stehen? Irina Musetchen, weißt du? Natürlich. Was sagst du? Soll ich lesen? Ja, kannst du also, bitte. Ich mache am Morgen die Hausaufgaben. Was machst du am Morgen? Gut. Weiter? Alles lesen? Ja. Oder? Nee, du liest zwei Sätze. Ja? Nur zwei. Ich lese ein Buch. Liest du Bücher gerne? Gern? Ja, gut. Gern und gerne passt auch. Ja, sehr schön. Danke. Und Tanja weiter, den dritten und den vierten Satz. Ich fahre zur Arbeit mit dem Bus und du? Fährst du dahin auch mit dem Bus oder gehst du zu Fuß? Gut. Ich trage zu Hause meinen Sportanzug. Und was trägst du zu Hause? Richtig. Antonina, weiter. Ich arbeite auf Vollzeit. Arbeitest du auch auf Vollzeit? Mhm. Ich widme ein Gedicht meinem Sohn. Widmest du auch Gedichte oder Lieder jemandem? Gut, richtig. Und jetzt Volodymyr, Chris? Ich habe heute frei. Ich gehe nicht zur Arbeit. Und du? Arbeitest du heute auch frei? Nein. Hast du heute auch frei? Genau, ja. Ich bin am Abend sehr müde. Und du? Bist du auch müde? Sehr gut gemacht. Und Vyacheslav? Ich komme aus der Ukraine und lebe jetzt in Deutschland. Und du, woher kommst du und wo wohnst du? Lebst du. Beides ist richtig. Okay, wo lebst du oder wo wohnst du? Aber das passt. Ja? Und den zehnten Satz noch? Ich sehe Videos und YouTube gern. Und was siehst du gern? Ja, sehr schön. Und jetzt die Frage an euch alle. Waren diese Sätze für euch klar, logisch oder hat jemand Fragen an mich? Zum Beispiel, warum steht da, ich fahre, aber du fährst oder ich lese oder du liest? Alle verstehen das? Ja. Ich habe andere Frage, siebente Sätze. Okay. Ich kann sagen, ich bin heute frei. Es gibt da einen Unterschied. Ich bin frei, das heißt, ich bin ein freier Mensch. Ich mache, was ich will. Das bedeutet, ich bin frei. Mhm. Ja? Und ich habe frei, das heißt, an dem Tag oder in diesem Augenblick arbeite ich nicht. Zum Beispiel, ich gehe nicht zur Arbeit. Heute habe ich frei. Zum Beispiel, ich habe einen Ruhetag. Ich arbeite nicht. Und die Deutschen sagen, beides ist richtig. Aber man muss hier den Unterschied verstehen. Also, ich bin frei. Ich bin ein freier Mensch. Ich bin eine Frau, also eine freie Frau oder sowas. Ich gehe, wohin ich will. Ja? Aber ich habe frei, das bedeutet anders. Ich gehe heute nicht zur Arbeit. Ich bin heute zu Hause. Ich mache meine Hausarbeit oder sowas. Ja? Ich habe eine
Ich habe eine Frage. Auch. Gut. Frage 8. Ich bin am Abend sehr müde und du? Bist du auch müde oder bist auch müde? Nein, bist du. Bist du. Ja, der Fragesatz beginnt immer mit Prädikat. Bist завжди з прийменниками. Добре, так і подумав. Ja, also am Anfang immer, es steht immer Verb. Ja. Verb, die Слово. Verb, ja? Und перший dann Verb, потім прийменник. Bist а потім займенник, pronomen. Займенник, ja, ja. Ja, bist genau. Ja, okay, dann. Bitte schön. Gibt's noch Fragen? Nein, dann fahren wir weiter. Wir haben noch eine interessante Aufgabe gehabt. Und zwar, einige Menschen haben in ihren Tagebüchern etwas erzählt. Ja, wie war der Tag oder irgendwelche Ereignisse an dem Tag? Wer möchte etwas erzählen, was ihm oder ihr passiert ist oder mit ihm in dieser Woche passiert ist. Es kann nur ein Tag sein oder zwei Tage, egal. Das war die Aufgabe sozusagen mit Sternchen. Das war eine schwierige Aufgabe, denn wir haben das ehrlich gesagt noch nicht gelernt. Aber einige von euch haben schon das geschrieben und können das schon machen, ja? Ich habe diese Texte korrigiert. Und wer kann also kurz was für alle berichten? Ich glaube, Irena Musechen kann das machen, oder? Ihr? Ja, ich kann machen. Ja, okay, ja. Versuch mal. Also diese Woche habe ich Berlin besucht. Also habe ich Berlin besucht. Am Mittwoch habe ich hin mit Zug gefahren. Und gestern Abend ungefähr um 10:30, ich war schon in München. So, und Berlin, ja, Berlin ist anders als München. Diese Stadt hat mir sehr gefallen, aber möchte ich trotzdem in München weiterleben. Sehr gut gemacht, wunderbar. Ja, danke. Ja, wer möchte noch was kurz berichten? Vielleicht Antonina oder? Ja, bitte Antonina. Ich möchte. Am Mittwoch hatte ich einen Arbeitsworkshop Resilienz und Selbstversorgung. Richtig? Ja, gut, weiter. Allgemein musste 12 Personen gekommen, aber waren nur 7 Teilnehmerinnen. Ich hatte viele Aufregung. Aha, du warst aufgeregt, ja? Ich war aufgeregt. Ja. Ich war aufgeregt. Aber mit Zeit mein Stress ging weg. geht weg. Manchmal meine Kollegin hat mir nicht verstanden und nicht lachen von meinen Witzen. Dieser Workshop hat auch Stunden dauert. Am Ende war ich zufrieden. Zufrieden. Gut, danke dir. Danke. Ja? Tatjana Kuschewa, hast du etwas? Nein. Nein, du hast das nicht gemacht, noch nicht. Das passt, ja. Also das war nicht die Aufgabe, das war nur quasi die Aufgabe mit plus Schwierigkeitsgrad, ja. Natalia Schramchenko, kannst du uns was kurz berichten? Ja, natürlich. Am Dienstag hat mein Morgen mit einem Unfall begonnen.
Mein Mann hat starke Rückenschmerzen bekommen. Er konnte nicht zur Arbeit gehen, deshalb musste ich eine Ärztin besuchen. Ärztin. Ich habe an eine Krankenmeldung bekommen und Medikamente in der Apotheke gekauft. Später habe ich mein Deutsch gelernt und um 14 Uhr habe ich ein Videogespräch mit meiner Kollegin gemacht. Wir haben viele wichtige Themen besprochen. Sehr gut, wunderbar. От бачите, не відкрилася ваша презентація, і я не змогла підготуватися. Люди, які відкрили, бачите, вже можуть вам розказати якісь речення, що ви не робили на тій неділі. Присилайте, будь ласка, в другому PDF. Окей, ну PDF-формат, also PowerPoint geht nicht auf. Okay. Так, ну щоб я вам не сочинила ці три речення, чи що? Я, Тетяна, du hast noch eine Chance, du kannst versuchen. Ja. Noch Tanja. Tanja, ich glaube, also du kannst uns etwas berichten. Ja, gestern war für mich ein anstrengender Tag, denn meine Kinder sind seit 6 Tagen krank und es geht ihnen nicht besser. Wir sind zum Hausarzt gegangen. Der Arzt meine Tochter untersucht und hat meine Tochter untersucht und ein neues Medikament verschrieben. Und jetzt geht es deinen Kindern besser? Ein bisschen besser. Gott sei Dank. Ja, gute Besserung, sagen wir alle. Danke. Ja. Gut, wenn noch jemand etwas sagen wollte, dann sagt bitte jetzt, denn sonst stoppe ich also diese Konferenz und dann sprechen wir also weiter, aber schon ohne Aufnahme sozusagen. Wollte noch jemand etwas erzählen, Maria Jurtschenko, oder noch nicht? Über deinen gestrigen Tag oder über die Woche, das war viel anstrengend, denn also... Oder Marta Kustuk. Marta, willst du vielleicht was sagen? Oder nicht diese Woche? Wie du willst. Zwei Tage, ich möchte. In dieser Woche, mein kleiner Sohn ist mit seiner Klasse nach Zakopane gefahren. Und ich hatte mehr Zeit für Deutsch lernen. Ach so. Das ist sehr, sehr gut. Das ist von Vorteil, okay, gewesen. Ja, danke. Super. Jetzt, also stoppe ich diese Aufnahme.